Jo Leute, da sind wir wieder beim neuen Chapter Review beim Podcast. Wir mussten leider eine Woche oder sogar zwei aussetzen aufgrund von ein paar Problemen. Wenn man beide verreisen, dann gab es noch was anderes. Ich bin's der Dennis. Ich bin der Max. Ich dachte, du machst Energy gerade auf. So ja, mach ich jetzt. Heute müssen wir zwei Chapter reviewen. Also es kann sein, dass länger geht die Folge. Das eine Chapter, da werden wir richtig lange drüber reden. Und das zweite eher weniger. Okay, mit welchem fangen wir an? Ja, wir müssen schon der Reihenfolge nachgehen, okay. Ne? Ja, aber ich habe 1044 gerade offen. Ja, genau. Chapter 1044 hieß, weiß ich nicht mehr wie. Warrior of Liberation. Genau. Für die Leute, die Englisch nicht so in deren Muttersprache haben, das heißt Krieger der Liberation. Ich würde tatsächlich fast, bevor wir zu dem richtig krassen Kram kommen, mal kurz diese Side-Story mit Hiyori und Orochi besprechen. Also wir jumpen ja, mal stimmt. Kurz ein bisschen durchs Chapter. Ja, ich geh mal. Also ich weiß nicht, welche Seite, Leute. Ich glaube, das war schon die... Sekunde. Aber zählt nicht. Dritte Seite fängt so an. Genau, da ist erstmal dieses... Naja, also es ging halt darum... Orochi ist irgendwie da so... verschüttet oder sowas? Oder was ist er da? Er ist ja von den Trümmerteilen von... Wie heißt man der Ort? Wo die drin sind. Onigashima? Nee. Doch, Onigashima. Ja doch, ist ja der die fliegende Insel. Sag ich mal, zerdrückt worden. Er guckt noch ein bisschen im Kopf raus, kann aber sich nicht in seine Hyänen oder was immer das war, Form verwandeln. Ja. Weil er, ich glaube, solche Seesteinnägel drin hat. Ja, genau, so war es. Haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Infiziert wurde von ihr. Von Hiyori, ja. Genau, und dementsprechend, genau, der liegt da und die quatschen halt dementsprechend noch ein bisschen. Genau, und Orochi ist jetzt hier so ein richtiger Prick, weil er sagt erstmal so, hilf mir und alles, und ich habe auch immer Oden selber auch verehrt und gemocht und alles. Mhm. Das ist so eiskalter Lügner, das ist so ein richtiger Bastard, ja, Orochi. Er lügt einfach. Ja. Immer. Und dann Hiyori durchschaut das halt natürlich so, dann kommt nochmal dieser kurze Flashback irgendwie, ich glaube auf der nächsten Seite, von wegen von Oden, ja. Oden und Hiyori zusammen, weil Oden macht sich ja zum Gespött, er tanzt da ja irgendwie nackt rum, ja. auf der Straße oder so, in der Öffentlichkeit. Halt dieses komische Versprechen, dass wenn er das macht, dass er dann irgendwie wieder Herrscher wird, das ist so ein bisschen strange gewesen. Mhm. Aber ja, auch immer zum Lächeln und alles drum und dran. Ja. Und dann sehen wir noch mal kurz... was war denn jetzt noch mit Hiyori? Genau, Hiyori hat nochmal so ein richtig krasses Panel. Ja. Ein richtig krass emotionales Panel, auch sehr gut von Oda. Wir haben zwar eigentlich sowieso schon richtig krassen Shit mit Ruffy drin, aber er baut einfach noch sowas noch rein. Das kann gefühlt eigentlich auch nur Oda. Eigentlich ja schon. Machen. Also ich kenne es nirgendwo anders gerade. Also ich würde, glaube ich, kaum einer so schaffen wie Oda, so richtig informationsgeladene... so einen richtig informationsgeladenen Manga reinzumachen. Und ich meine, muss aber überlegen, wie viele Nebenfiguren es gibt, die alle irgendwie relevant noch in unseren Köpfen sind. Naja. Die alle selber so ihre eigene Story im großen Ganzen haben und keiner wird irgendwie vernachlässigt und keiner ist irgendwie so mega uninteressant. Das ist einfach mastermäßig gemacht. Genau, wie geht es jetzt hier weiter? Ja, also direkt nächste Seite springt es dann rüber. Ich glaube, sie war sogar kurz davor, ihn halt wirklich zu töten. Genau, aber wollte sie ja auch persönlich machen. Dann hat man einen ganz kurzen Shot bekommen an dieser Flamme, die Dings da erschaffen hat. Kanjuro, ja. Danke. Der Dämon, der heißt Katsenbo, hatte ich letztlich erstmal wieder gelesen. Also auf jeden Fall diese Dämonflamme. Ja. Ein klein diesmal, wirklich sehr klein, so noch schwach. Hat er gesehen und dachte, okay, er nutzt diese Chance, labert noch ein bisschen, um sie dann zu töten. Ja. Er hat sozusagen auch diese Flamme angesprochen, so, yo, greif sie an. Ja. Plot Twist der ganze. Beziehungsweise, das Lustige ist, das habe ich auch erst nicht gecheckt, er verwechselt die Flamme mit Kanjuro selber. Ja. Genau, er hat ihn wirklich mit Kanjuro. Aber der Dämon hat halt so ein bisschen so ein eigenes Leben quasi. Ein eigenes Gewissen auch. Ich habe direkt auf die andere Seite gesprungen, ich habe gesehen, was da gerade war. ja, also die Flamme hat nur noch so selber gesagt, Orochi, sag mal, du liegst da falsch. Mhm. Ja, und dann zack, er wird halt dementsprechend gerade einfach nur gebrannt. Das ist also ziemlich krass. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er vielleicht, wenn er nochmal vorkommt, nächstes ein, zwei Chaptern oder irgendwas. Vielleicht ist er diesmal wirklich tot. Es wäre immanent, weil wie oft ist er jetzt gestorben? Gefühlt fünfmal. Also fake-mäßig gestorben. Ja. Wir springen
von dieser Geschichte noch mal einmal ganz kurz zurück an den Anfang des Chapters. Genau, wir springen so ein bisschen rum, damit wir gleich die Sache da... Da. Also das ist so die Frage, noch eine Sache. Yoris Character-Arc war ja so, wenn man noch mal zusammenfasst, am Anfang, man lernt sie kennen als diese, ich will jetzt nicht sagen Prostituierte, aber eigentlich war sie das da bei Orochi. So gesehen, ja. Komurasaki ist sie da doch eigentlich. Ist ja so gesehen, ja, sie hat das Instrument ja gespielt wahrscheinlich, genau. Damit, als diese Leute. Und dann stellt sich aber später heraus, aha, sie und Denjiro, beziehungsweise der hieß eigentlich Kyoshiro, wenn du noch weißt, wer es war. Mhm. Der Typ mit der weirden Frisur. Warum seien sie dann nicht so ein Dreck? Warte kurz. Ja. Die gehören eigentlich zusammen und waren eigentlich auch die ganze Zeit auf Seite von Oden. Bei Denjiro war es ja so krank, sein ganzes Gesicht, so sein ganzes Äußeres hat sich geändert. Okay. Über den Schmerz von dem Tod von Oden. Also, er hat sich so komplett verändert dadurch. Und die haben also die ganze Zeit so da ihr Spielchen gespielt, aber in Wirklichkeit sind sie am Ende auch, wollen sie eigentlich auch einfach nur Orochi umbringen. Hm. Und das ist jetzt quasi passiert und dann... Ja, ist halt so die Sache, die ist ja immer noch die Schwester von Momonosuke, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber Denjiro war ja nicht mit ihr verwandt, das waren nur Freunde so. Genau. Ja, Gehilfe, na, da war ich ja jetzt nicht so mit drin. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin bei Wano sehr spät reingekommen. Ich bin zwischendurch mal ein bisschen ausgestiegen. Ja. Weil da ist zu viel Stuff passiert und es war ein bisschen zu chaosmäßig für mich. Dabei ist da voll der geile Shit eigentlich passiert. Ich glaube, ich habe kurz vor dem Krieg angefangen es zu lesen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kenne ich nicht alle Charaktere. Und das ist aber spät. Er hat am Anfang ziemlich viel so Exposition gemacht vom ganzen Ort und von Hirtama und von den ganzen anderen Leuten, von Kiku und so weiter. Aber das war eigentlich, im Endeffekt ist das aber gut, weil man so ein Character-Building hat. Genau, Iori ist ja immer noch die Schwester von Momonosuke, das heißt, eventuell wird sie mit ihm herrschen, werden wir dann sehen. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Chapters. Jetzt ist so schlimm. Sieht man nur ganz kurz, wirklich kurz an der Seite schwarz, folgende Sound, babum. Ich mache jetzt keinen Musiksound, babum. Und ein Satz, ein reposing pulse. Ja, der Herzschlag. Resounding, Entschuldigung. Man hört eine Frage, wie kann das sein, dass ich immer noch stehen kann? Das ist so schlimm. Also, du musst dir vorstellen, also die Leute, die es gelesen haben, wissen es sofort. Du siehst Tsunisha laufen, so gesehen. Ja. Dann siehst du im nächsten Shot Tsunisha mit seinen Augen. Und du siehst Ruffy, wahrscheinlich Ruffy, also 100% Ruffy, so, ich habe eigentlich verloren. Das kann nicht möglich sein. Dann hörst du einfach noch die ganze Zeit dieses dumm da, dumm, dumm. So Herzschlag. Halt, ist ein Herzschlag, Art von einem Musikrhythmus. Ja, genau. Ja. Ruffy selber sagte, er fühlt sich, er hat gerade den übelsten Kick bekommen, so wirklich diesen Blast, wie er es sagt. Und dann haut Momonosuke raus, Ruffy, oder, wer ist sie? Yamato fragte wirklich so, Ruffy ist Joy Boy? Frage vorbei. Ja, Tsunisha hat es gesagt, fertig ist. Ja, Nami und Tama waren da noch, die haben sich auch noch krass gefreut, dass Ruffy wohl noch lebt. Die kamen auf die Seite. Konnten es nicht fassen. Die Leute haben das auch mitbekommen, dass Ruffy halt dann dementsprechend zurückkommt. Was auch gut ist, dass sie ihn noch Ruffy genannt haben und nicht so nach dem Motto, wer ist das? Ja. So, na, so weil sein Awakening in der Hinsicht. Spoilern sie, meine ich. Was heißt die Spoilern? Ich weiß, es ist ein bisschen älter, aber wer weiß. Sein Zustand hat sich ja so gesehen ja nicht geändert, dass er halt jetzt, sag ich mal, komplett anders ist. Nee. Ja, er ist so gesehen wieder da und Sanji sagt selber so, Ruffy, selbst fucking Ananaskopf sagt es. Wer ist denn Ananaskopf? Marco der Phönix, jetzt hab ich hab seinen Namen gesagt. Ich hab den Ananas! Auch Peter Blau und auch hier sein, von Ruffy, die sein Lehrer in dem Knast damals. Ach Gott, oh mein Gott, warte mal kurz. Ich weiß, wie er aussieht, dann. Aber ich hab's den Namen vergessen. Hyoguro. Ich glaube. Hyoguro the Flower heißt der, genau. Ich muss doch kurz jetzt ranzoomen. Nächster Shot. Wir sind auf fucking, The Holy Land, Mary Joa. Genau. Wir sehen die fünf Weisen nach gefühlt 500.000 Jahren. Eigentlich nicht, die hatten wir erst vor ein paar Chaptern. Das ist ja gerade das Krasse. Es wird bei den fünf Weisen, es wird einfach immer krasser. Früher hat man sie alle 500 Chapter gesehen, dann alle 200, dann alle 100, dann alle 10.
es wurde von jetzt von der den fünf Weisen bestätigt, dass eine Aufgabe von deren besten Agent stattgefunden hat. Der CP0-Typen da, ja. Wie wir ihn immer nennen. Enraged Kaido. Also sprich, Kaido ist jetzt, glaube ich, komplett... Der ist 180 ja. In dem Chapter. Ja, die wissen wahrscheinlich erstmal eh nicht, was man so richtig tun muss. Ja. Das ist gerade so viel, ich weiß nicht, wie ich anfangen sollte. Ja, dann hold on now. Genau, also es geht halt darum, Kaido wütend zu machen, ist quasi eine bessere Alternative als das andere, nämlich dass einer die Frucht erwacht. Ja. Das ist halt so das Krasse, was die Typen quasi so sagen. Dann haben wir noch erwähnt, dass halt die Weltregierung schon immer versucht hat, diese Gum-Gum-Frucht an sich zu reißen. Seit 800 Jahren. Seit 800 Jahren, also sprich in der Voice Century eigentlich sogar noch. Ja. Also sprich da, wo halt die Voice Century war, war halt auch schon die Weltregierung. Ja, ja. Dementsprechend, jetzt wird bestätigt, dass halt, ich muss erstmal voll drauf. Ja, auf Leute, vor allem, obwohl wir es schon auf jeden Fall schon mindestens zweimal oder dreimal gelesen haben, ist es einfach immer noch beeped up. Ich lese den Satz so vor, wie ich ihn jetzt auf Englisch. Nicht Englisch, ich würde ihn nicht übersetzen, aber so frei nach Goethes Faust. es ist einfach so, als würde halt die Teufelsfrucht uns vermeiden. Also es hat so ein Leben, so ein eigenes Leben. Ja, und darauf kommt die Antwort von einem der anderen CP, sag ich schon, der fünf Weisen. Nun, es ist ja nicht unmöglich. Genau. Denn eine Zoanfrucht hat ja so gesehen seinen eigenen Willen. Genau. Ja, und diese Frucht trägt auch den Namen eines Gottes. Ja, somit ist im Nachhinein, Entschuldigung, draufstoßen, die Gum-Gum-Frucht in Wirklichkeit eine mystische Zoanfrucht, die den Namen Mensch-Mensch-Frucht trägt. Hita-Hita-Nomi, ne? Ja. Ich glaube, es war Mensch-Mensch. Genau. Also hier steht auch nur Human-Human, deswegen. Ja, lesen wir erstmal nur alles vor, was da ist, danach kommt noch Besprechung. Also Human-Human. Genau. Fruit, Modell Nika. Genau. Wie es auch schon im letzten Chapter, da haben wir kurz auch drüber gesprochen in den Spekulationen, hier Nika, der mysteriöse Sonnengott oder, genau, also, oder Warrior oder so ähnlich wurde er genannt, von Who's Who wurde er zum ersten Mal genannt. Und man sieht dann nämlich auch auf dem Bild, sieht man auch, das ist ja Ruffy, der sich da bewegt. Er sieht halt so aus, diese Silhouette, genauso wie in der Erzählung von Who's Who Nika aussah. Genau dieselbe Silhouette quasi. Er ist einfach krank. Genau. So, gehen wir kurz ein bisschen weiter. Moment, da stand doch noch ganz viel, oder nicht? Ja, es stand halt sozusagen auch nur, dass es halt dementsprechend diese Teufelsfrucht war. Ja, nee, Moment, da steht noch was ganz Wichtiges. Da steht nämlich, und das hat einige Leute ein bisschen confused und vielleicht auch aufgeregt, im Kampf sind sie nur limitiert oder beschränkt bei der eigenen Vorstellungskraft. Ja. Klingt jetzt erstmal ziemlich so monstermäßig OP. Broken klingt es eigentlich fast. Es ist so gesehen eigentlich broken, weil... Weil wir werden auch im nächsten Chapter sehen, dass das nicht so schlimm ist. Du könntest dir rein theoretisch vorstellen, einfach unsterblich zu sein, wenn es halt nach dieser Aussage geht. Genau. Und du bist halt einfach dementsprechend so. Und dann steht da auch noch, hier der Benutzer der Teufelsfrucht hat natürlich wieder die Eigenschaften von Herr Gummi. Ja. Und, sind quasi so die Verkörperung des Warriors of Liberation, wie es auch schon hieß im Chapter. Und jetzt das Awakening verstärkt nochmal diesen Gummikörper quasi. Und das wird man dann auch noch sehen. Man kann die Umgebung kontrollieren. Ich glaube, sieht man so auch noch in diesem Chapter. In dem Chapter, genau. Machen wir weiter. So, Orochi hat mir schon verpiss dich, du Bastard. Ochiko ist der Bastard, Leute. Genau, dann geht's ja sozusagen mal so zu Ruffy, der... Ich finde den Shot geil, auch wenn es nur ein Manga ist, dass er halt im Licht des Mondes sozusagen steht. Du siehst halt nur seine Silhouette sozusagen und es war so... The fuck. Du bist ein bisschen näher ans Mikro, ne? Entschuldigung. Ich lege gerade diesen Satz, ich denke mir so, what the fuck? Also Ruffy selber meint so, yo, es fühlt sich an, als könnte ich halt noch länger kämpfen. Noch ein bisschen. Ja. Ja, und als wäre alles halt möglich. Mhm. Ja, und sein Herzschlag klingt halt lustig.
Der schönste Satz überhaupt: This is my peak, this is Gear 5. Und ich war so. Also Leute, wir haben eine Bestätigung, es gibt jetzt Gear 5. Nach gefühlt 5000 Jahren Alarmlauf gewartet. Also Gear 5 und Awakening zusammen gibt's. Ja, und dann hat man, nächster Shot war direkt, Kaido ist ja wieder unten im Live-Floor, glaube ich, sogar noch gewesen. Ja. Und dann kam einfach Königstag nochmal rein. Und die meisten von halt seinen Piraten-Membern sind umgefallen. Ja, Kaido denkt sich auch, was zur Hölle, was ist auf dem Dach los? Hat er diesen leicht ängstlichen, würde ich jetzt sagen, aber auch irgendwie laut den, also wenn du nur halt die Augen betrachtest, so einen komischen Blick halt. Also er ist halt sehr hinterfragt das alles. Confused. So. I am confusion. Er guckt durch und wenn ich hier in diese Leute. Nee, okay. Man sieht halt nur sozusagen dieses Loch im Dach. Und auf einmal kommt das Licht, einfach eine riesen fucking Faust von Ruffy und grabbt Kaido nach oben wieder aufs Rooftop. Und ich war einfach so, ha? G5 gemischt mit G3 anscheinend. Also es war halt schon krass, also aus dem Nichts hat Ruffy Kaido einfach kurz gepackt, nach oben gezogen und ich dachte, okay. Ja, alle waren verwundert und dann siehst du halt nochmal ganz kurz halt Ruffys Fresse. Das war einfach so sein Lächeln so. Ja. Also man sieht immer noch nicht sein ganzes Gesicht, das sieht man ja im nächsten Chapter. Aber man sieht so ein bisschen an. Was ich ja lustig finde, hier wurde es ein bisschen, sag ich mal, wie in Cartoons gemacht, weil hier siehst du auch zum Beispiel Kaidos Augen fliegen halt so immer ein bisschen weiter raus. Ja, und auch generell halt einfach diese ganze Art von Frucht und wie Ruffy sich da auch bewegt und wie er kämpft, ist richtig cartoonmäßig. Es hat einige Leute ein bisschen gefällt, manchen Leuten hat das nicht so gefallen. Ja. Ich würde sagen. Es ist okay. Hatten wir länger nicht mehr, ehrlich gesagt, zu Cartoon-Physics. Diese Form von G5 ist halt wirklich anscheinend sehr cartoon-belastend. Ja, belastend. Was halt ein bisschen komisch war. Es hat irgendwo einen Faktor, wo es stört. Es passt aber zu Ruffy halt auch. Es passt, ja, das passt halt wirklich zu Ruffy. Auch zum Kampfstyle, also Ruffy kämpft mit ihm und Kaido denkt so, the fuck, er wird durch die Gegend geschleudert, es wurde mal ein Vergleich gemacht, er wurde halt genauso wie Loki behandelt in dem ersten Avengers-Film von Hulk. Also sprich genommen, durch die Gegend geschleudert und auf den Boden geworfen. Ja, also genau mit der Szene kannst du vergleichen. Ruffy war hier auch in so einer Art Gear 4, nur halt nicht mit Haki-Ummantlungen, sondern wirklich halt nur so ein bisschen buffter. Was wir auch noch nicht erwähnt hatten, er setzt am Anfang nochmal voll krass seinen Königshaki ein, als er da so hoch, so angeschossen kommt. Wer? Ruffy. Ja, meinst du doch, der hat ja Königstag angesetzt und dann sind ja seine Soldaten umgefallen. Ah, ja, das geht ja alles, wir machen ziemlich schnell hier, deswegen. Und wir machen auch übrigens alles frei Schnauze, wir haben hier kein Skript oder sowas, es wird alles spontan gemacht. Sympathisch. Kannst dich unterhalten. Ja, du siehst ja gefühlt nur Ruffy lachen. Genau, das ist auch das Crazy-mäßige. Er lacht halt einfach wie so ein Wahnsinniger die ganze Zeit fast. Ja, Kaido hat auch diese Sterne auf seinem Kopf drauf gehabt. Für eine kurze Sekunde. Kaido ist froh, dass Ruffy noch am Leben ist. Das war auch ein bisschen verwunderlich. So, ne? Naja, hat man aber eigentlich schon gemerkt beim letzten Mal. Ja, also. Er war beim letzten Mal so ein bisschen sad. Ja, Kaido. Weil halt das nicht sein Kill war. Es ist halt wie als würde ich League of Legends spielen, dann snackt dir da jemand einen Kill weg. Den kenne ich auch. Auf jeden Fall kommen jetzt. Genau, Kaido entschuldigt sich quasi, ne? Ja, er entschuldigt sich in dem Fall sogar wirklich, aber schießt hinterher gleich direkt seinen fucking Blast Breath oder so eine Scheiße. Ruffy rollt auf den Boden und sieht halt, wie auf einmal dieser Strahl ankommt, packt den Boden, zieht ihn hoch und macht den Boden zu Gummi und schickt diesen Angriff direkt auf Kaido zurück. Das ist das, was ich meinte. Mit dem Erwachen kannst du auch die Umgebung in Gummi verwandeln. Ja. Ähnlich wie du Flamingo und halt auch hier. Wer denn noch eigentlich? Goddammit. Ja, hauptsächlich Doflamingo, wa? Ich glaube, Doflamingo war bisher auch ein. Ah, nee, eins. Moment hier, Dingens. Katakuri, ja. Ich bin auch schon lost, ganz vergessen. Dann siehst du halt die Explosion, dann siehst du halt nochmal ganz normal so Ruffys ganzen Körper so ein bisschen. Er lacht halt nebenbei natürlich und dann halt so der Unterschied Gear 5. Ja! Ja, also das ist sozusagen das Ende von dem Chapter. Ja, er entschuldigt sich eigentlich für den CP0-Agenten von vorhin. Und er wollte nicht, dass es genau so ist. Ruffy denkt so, okay. Fuck it! Ist auch erwähnt, dass Sanji aufgewacht ist? Ja. Sanji hat auch am Anfang direkt, deswegen manche
Was ich gut fand, dass sie halt ihn nicht irgendwie bei genannt haben, so, wer ist das? Und naja, dass Sanji zum Beispiel gesagt hat, Sanji hat es auch Ruffy gespürt, so. Was ich krass finde, dass Zorro und so Franky nicht erwähnt wurden. Ja, das ist krass. Also mit Zorro ist noch irgendwas dabei. Die Sache mit dem Grim Reaper, ist das eine Halluzination? Nee, ist ein Mihawk. Ist das was? Ist ein Mihawk, safe. Der Mihawk und Zorro haben halt echt immer noch eine Rechnung offen nach so vielen Chaptern. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu kleinen Besprechungen, Theorien und zu dem Lore-Part quasi. Lore war aber hier mit drin. Also, es ist eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie wir es. Ich war auch richtig krass geflasht, also naja, so krass geflasht ist es jetzt auch nicht. Also, es ist halt fast genau das passiert, was wir predicted hatten vorher. Was jetzt nicht unbedingt so krass ist, weil wenn einer es, weiß ich nicht, 200 Chapter vorher predikt hätte, dann wäre es krass. Aber, ja, das ist also eigentlich passiert. Und jetzt ist immer noch so ein bisschen die Frage, Gomu Gomu no Mi wurde quasi so ein bisschen geheim gehalten, weil es in Wirklichkeit so eine andere Frucht halt ist. Ja. Es ist nicht Paramezia, sondern es ist mythische Zoanfrucht. Vom Typ Mensch-Mensch. Und, nee. Also Mensch-Mensch, Form. Nee, jetzt aufpassen. Hito Hito no Mi ist die Mensch-Mensch-Frucht. Und der Typ ist Nika. Sag ich doch. Weil es gibt ja nämlich Mensch-Mensch-Frucht, es gibt die von Chopper. Es gibt die von Sengok, Buddha. Ja. Und jetzt gibt's, beziehungsweise das heißt der Mönch eigentlich, glaube ich. Ja, ich glaube wirklich Mönch. Aber es wäre, Mönch. Rusch. Mönch, denke ich war nur Rusch. Gab's nicht noch einen vierten? Irgend so ein Wolf oder irgendwie sowas? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Rubber Human ist das jetzt hier quasi, Typ Nika. Ja, Awakening ist halt ziemlich, ziemlich krass in dem Fall. Hatten wir aber auch alles schon gesagt, was da passiert ist. Und jetzt ist halt natürlich so eine Sache, es wird wahrscheinlich früher jemanden gegeben haben, der irgendwie entweder Joyboy war's, oder irgendjemand, der tatsächlich Nika hieß, der diese Frucht zum ersten Mal hatte oder so. Oder das ist einfach nur so die Erscheinung, die man annimmt, wenn man die Frucht erwacht, weil es wurde ja auch schon gesagt, die Frucht wurde irgendwie, weiß ich nicht, 800 Jahre nicht erwacht oder so. Ja, also sprich wahrscheinlich nach dem Void Century. Ja, oder halt nach dem Tod des letzten Joyboys wahrscheinlich, weil wahrscheinlich hatte er auch die Teufelsfrucht. Ist meine Theorie jetzt. Genau, ist jetzt auch meine Theorie und Joyboy wäre dann halt quasi ein Titel. Es gibt anscheinend... Was denn? Max geht erstmal aus dem Raum. Ich sag nichts! Titel. Genau, das ist nämlich eher... Achso, mein Gott. Ja, das ist halt eher so eine Art Titel. Und... Der hatte wahrscheinlich diese Frucht. Jetzt hab ich gerade kurz den Faden verloren. Wer hat der mit? Scheiße. Noch was auch noch gesagt werden muss, die fünf Weisen hatten gesagt, die Power ist ridiculous von dieser Power. Und das muss man wahrscheinlich eher wörtlich nehmen. Also es ist lächerlich, es sieht cartoonmäßig aus. Sagen, nicht im Sinne von, er ist so unnormal stark, dass er fast Gott ist oder so. Ja, also lächerlich stark. Weil ich glaube, wenn wirklich das wäre, so wirklich, er ist Gott-Level, so wie halt... Wäre halt dumm ein bisschen. So wie halt auch Name drin ist, ne? Also Gott, halt Nika. Wäre es krass, weil du hast noch Gegner wie... Ich sag jetzt mal nicht, ja. Blackbeard, der zwei Teufelsfrüchte hat. Da will ich wirklich wissen, was da passiert, weil das wird unnormal. Ja, das wird jetzt erstmal lange nicht erklärt. Ja, aber ich würde. Also es wäre halt schon krass zu wissen, wie der Kampf zwischen Ruffy und Blackbeard wäre. Genau. Wenigen Kampf haben. Jetzt wollte ich nochmal was sagen, weil manche Leute waren so ein bisschen von wegen, ja, Ruffy ist jetzt irgendwie doch wieder der Auserwählte dadurch, aber die Sache ist, oder beziehungsweise. Dass er jetzt da so lacht und so alles, ist das nur, weil er die Frucht hat oder auch, weil seine Persönlichkeit wirklich so ist? Und da hätte ich jetzt gesagt, ich glaube eher nur, weil seine Persönlichkeit so ist und weil sein Wille so ist, ist er überhaupt erst in der Lage gewesen, die Frucht zu erwachen als einziger bis jetzt, so richtig. Das kann halt gut sein. Seit 800 Jahren. Ja, weil man weiß halt nicht, wer vor dem Auftauchen von Shanks mit der Teufelsfrucht die richtig noch gegessen hat und wer halt danach getötet wurde. Ne? Ist halt sozusagen, du weißt halt nicht, wie die Person davor war. Kann natürlich auch sein, dass es der übelste Prick war und sich dachte, yo, ich habe halt nur eine Gummifrucht, ich bin voll krass gegen Ene oder so eine Scheiße. Kann auch sein, also wir wissen natürlich jetzt nicht, ob Shanks wusste, was mit der Frucht ist. Das wissen wir immer noch nicht. Es kann auch tatsächlich sein, dass er es wirklich nicht wusste. Die Chance besteht noch. Es kann sein, aber wovon ich halt wirklich ausgehe, weil du erinnerst du dich noch an die erste Szene im Anime zum Beispiel,
wo Ruffy in der Kaserne saß und Shanks Mannschaft alle da waren. Und da war ja diese Tour mit der Gum-Gum-Frucht. Wir nennen sie jetzt mal trotzdem noch Gum-Gum-Frucht. Ja, ja. Für mich würde es immer die Gum-Gum-Frucht bleiben. Nein, Spaß. Okay. Da war ja sozusagen halt diese kleine Truhe mit der Frucht drin. Und Ruffy war ja so sauer auf Shanks, dass er halt einfach diese aufgemacht hat und gegessen hat. Ja. Ja. Shanks Reaktion und daraufhin auch die Reaktion der ganzen Crew in der Hinsicht war ja wirklich, dass sie alle sich dachten, holy shit, was machen wir? Ja, ja. Da muss man aber sagen, das ist wahrscheinlich die Reaktion, egal welche Frucht das ist, wenn irgend so ein Junge sich randommäßig diese Teufelsfrucht schnappt. Das stimmt, aber... Das ist jetzt nicht so klar. Es könnte natürlich damit einen Zusammenhang haben, weil dann würde es auch erklären, warum die ganze Crew dann sich dachte, scheiße, aber vielleicht wusste Shanks davon. Vielleicht wusste auch Roger davon. Davon gehe ich jetzt schon fast schon aus, weil weil er wusste über Joyver Bescheid, Roger, er kannte quasi die wahre Geschichte, also er musste schon eigentlich wissen mit der Frucht. Vielleicht hatte, ich will jetzt eigentlich gerade sagen. Oden hat ja alles aus seinem Logbuch rausgenommen, das heißt, er hat schon mal gesagt, no spoilers for you. Be like Oden, don't spoil that shit. Genau. Ich will es ungern sagen, also es ist halt eine Theorie, die halt weit hergegriffen ist. Ja, die sag wahrscheinlich mal. Jeder hatte. Doch trotzdem. Jeder hatte diese Theorie. Roger hatte safe die Gum-Gum-Frucht. Ja, deswegen, es hat sehr viele Zusammenhänge mit Ruffy. Die haben einiges miteinander vergiftet. Das ist schon richtig, das Problem ist, dass es keinerlei Beweise. Aus Rückblenden und auch aus dem Kampf, dem ersten richtigen Kampf, den wir gesehen hatten zwischen zu Whitebeard und alles, gibt es halt keinerlei Hinweise darauf, dass er diese Gum-Gum-Frucht hatte. Ja, das ist bis jetzt ist immer noch, mein Guess ist immer noch, dass er keine hatte. Was so ihn, wie Shanks. Natürlich, was ihn halt dementsprechend echt stark machen würde. Ja, also ohne Teufelsfrucht halt so krass zu sein. Ja, dank Haki halt, ne? Wäre heftig, ja. Ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, also nur dadurch, dass Ruffy überhaupt so ist, wie er ist quasi, und weil er auch die ganze Zeit so krass kämpft und immer sein Limit pusht, immer weiter nach oben, mit jedem neuen Kampf. Bei Katakuri war es ja auch krass. Mhm. Da kam ja wirklich auch Key 4 zu. Und die Sache ist halt jetzt auch immer so, die Leute sagen dann ja, okay, krasse Plot-Armor und das ist jetzt irgendwie weird, wie er jetzt einfach plötzlich Katakuri besiegen kann. Die Sache ist halt, da kann man auch noch drüber reden im Thema, was wir vielleicht machen. Wir machen vielleicht einen Podcast mit einem Thema Träume und Schicksal. Er schafft es halt wegen der Willenskraft, ne? Weil das wurde auch schon am Anfang ziemlich krass gesagt. Der da den krassesten Willen hat, Piratenkönig zu werden, der kann dann alle Gegner irgendwie dann doch besiegen im Laufe der Zeit. Einfach nur deswegen. Also, nichts mit Plot-Armor hier. Außerdem ist Power-Scaling bei Oda ist eh so eine Sache. Das ist nicht absolut. Das ist eher so, geht nach Storytelling und nach The Will of D und nach all solchen Sachen geht es mit dem Power-Scaling. Darf man nicht so krass so ernst nehmen. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr. Irgendwas gab es noch. Das mit Who's Who hatten wir alles schon gesagt. Was gab es jetzt sonst noch so im Chapter? Genau, also Joyboy ist dann halt wahrscheinlich ein Titel. Genau. Jeder, der halt diese Frucht wahrscheinlich erwacht, weil Tsunisha hat vorher auch nicht gecheckt, dass es Joyboy ist. Also du erst durchs Erwachen wirst du quasi zum Joyboy. Und die fünf Weisen haben jetzt in ihre Pants geschüttet, um es mal so zu... Man kann es auch so ausdrücken, die haben sich wahrscheinlich wirklich hart in die Hosen geschissen, weil sie sich dachten, yo, was machen wir? Safe, die haben irgendeine Waffe oder irgendwas noch bei sich, wo sie sich denken, okay, das kann auch krass werden. Was halt auch noch interessant ist, ist eigentlich dieser Herzschlag, den man dann anscheinend hat, wenn man die Frucht erwacht. Es ist einfach wirklich halt wie, als würde jemand wahrscheinlich Schlagzeug spielen, so leichte, so irgendein, wie heißt das? Ich bin doch auf, ja. Ein Rhythmus einfach. Genau. Sonst noch irgendwas krass Lore-mäßiges. Das wird eigentlich alles erklärt und jetzt sind wir ehrlich gesagt gespannt, wie der Kampf weitergeht. Was ich mich aber auch frage, weil ich lese ja jetzt gerade nochmal sozusagen die erste Seite mal vom nächsten Chapter, 1045. Genau, dazu kommen wir gleich, Leute. Dranbleiben. Ja. So 7 Blockbar. Dranbleiben, denn wir haben ganz kurz einen kleinen Sponsor davon, diesem Video. Raid Shadowland! Mein Spaß! Ja. Was mich ein bisschen verwundert, weil Kaido selber sagt ja, er ist verwundert, warum Ruffy die Umgebung zu Gummi machen kann. Ja. Weil es ist ja dann eher typisch für einen Zoan-Fruchtnutzer. Genau. Ja, oder? Nee. Die Transformation. Das mit Paramecia genau. Und mit dem, das ist. Genau, Paramecia und dem Boden ist ja normal Paramecia. Ja.
Nochmal von vorne, Leute. Paramezia. Das mit dem Umgebung in was verwandeln ist eher für Paramezia. Aber das, dadurch, dass er sich halt transformiert, genau, ist halt eher typisch für eine Sorenfrucht. Weird ass shit. Ist Kaido so confused. The fuck you doing, boy? Was ich nur noch sagen wollte ist, manche Leute haben auch so ein bisschen beschwert, also würdest du sagen, das kommt jetzt so krass out of nowhere mit dieser Frucht und Nika und alles, oder... Es war eigentlich. Oder ist es zu schlecht gemacht von Oda, oder? Nein. Ich würde sagen, nein. Nee. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Es war eigentlich auch schon lange vorherzusehen, dass Ruffy definitiv in diesem Kampf gegen Kaido sein Power-Up bekommt. Dass er Joyboy ist, wurde jetzt so oft geteasert und erwähnt. Ja, aber dass er auch so eine Art Power-Up noch dafür bekommt, dass es sowas ist, ist ja auch schon klar gewesen irgendwie. Ja. Weil du hast auch zwei im Kampf gegen einen anderen Kaiser gehabt, also Big Mom, und Kid und Law haben deren Teufelsfrucht auch erweckt. Also würde es halt nur Sinn machen, wenn Ruffy, ja, auch einer der, sag ich mal, der Worst Generation... Darauf haben wir halt auch ganz, ganz lange gewartet, dass er endlich das erwachen hat. Ja, und dafür hat auch das, die Worst Generation halt auch dementsprechend auch sich dachte, oder halt, da ich es einer davon ist, würde es auch nur Sinn machen, dass Ruffy halt dementsprechend auch sein Awakening bekommt. Das war halt der perfekte Zeitpunkt. Ja. Ja, er hat gegen Kaido so gesehen verloren, den einen Kampf, wo der CP0-Typ ankam. Ja. Ja, und dann war es halt dementsprechend so, okay, da muss jetzt irgendwas passieren, weil du kannst nicht einfach so liegen, dass was anderes hätte nicht Sinn gemacht. Ja. Ja, ich würde sagen, das kommt jetzt in dem Sinne nicht so krass out of nowhere. Vielleicht das mit den, manche Leute meinen auch, es gab so einen krassen Widerspruch, wo dann die Five Elders oder die Weltregierung erst sagt, okay, oh mein Gott, wir dachten, das wäre quasi wie eine Legende, diese Frucht. Aber in Wirklichkeit wissen die fünf Weisen quasi so, die wissen ganz klar, was mit der Frucht ist. Mhm. Es ist wahrscheinlich eher nur so, dass... Es ist halt so, seit 800 Jahren hat halt keiner erwacht. Und dann haben die im Laufe der Zeit wahrscheinlich so gedacht, okay, vielleicht ist doch nicht mehr so eine Gefahr und so weiter. Beziehungsweise, man kann sich fragen, warum die fünf Weisen nicht Jagd auf Ruffy gemacht, wenn er noch die Frucht hat. Die wussten es ja dann irgendwann doch mal, dass er die Frucht hat. Aber sie haben also sie wahrscheinlich so lange nicht interessiert, bis er sie erwacht hat. Und jetzt sind sie quasi alarmiert. Es kann gut sein, dass du es gesagt hast, weil ich hatte jetzt mal ganz so einen kleinen Gedankenblitz. Oder dass ich mal ganz schlimm einen Gedankenblitz habe. Shanks war ja mal bei den fünf Weisen. Und er wollte ja mit denen reden. Das hat letztlich auch schon, habe ich auch bei Reddit gesehen. Das kam jetzt einfach so rein in den Kopf. Naja, war auch schon andere überlegt. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass Shanks vielleicht ein Wort eingelegt hat bei den fünf Weisen. So nach dem Motto, yo, das ist, lass Ruffy so, lass ihn die Frucht vielleicht awaken, vielleicht schafft er es auch. Er wird definitiv vielleicht die Welt verändern, vielleicht in dem Sinn irgendwas. Ja. Weil das würde halt Sinn machen, dass deswegen Shanks da war. Die Sache ist halt, dieser Befehl von den fünf Weisen an den CP0-Typen, das zu regeln, das war relativ spontan. Mhm. Erstmal war das Ziel, ja, schnappt euch Nico Robin. Ja. Also deswegen, ich glaube, bin eher immer noch so auf der Seite, dass es Blackbeard ist, über den die geredet haben. Meinst du jetzt im letzten Chapter? Nein, Shanks und die fünf Weisen. Okay, ich glaube eher noch, es ist Blackbeard. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, ich war gerade ja, so. Ja, sorry. Oder so weit. Nicht, wenn ich trinke, du Bastard. Kommen wir zum nächsten Chapter, oder? Genau, jetzt Chapter 1045. Heißt... Wenn ich jetzt hier richtig sehe, der hat ein anderes... Das ist eine Werbung auf der Drecksal. Weekly Jump, Nummer 8. ach ja, genau, ich glaube, One Piece hat dann dementsprechend 25 Jahre gefeiert. Ja, stimmt. 1997 kam der erste Manga raus. Happy Birthday. Nicht der erste Manga, der erste Kapitel. Genau. Chapter heißt Next Level. Ist doch so schlimm. Ja, wir sehen ja nochmal ganz kurz jetzt diese Erzählerstimme in der Ecke, so Next Level Gear 5. Und du hörst noch dieses vermüdete Atmen, dieses. ja. Ich glaube, Kaido meinte auch zu Ruffy auch selber dann so: Ich war mir sicher, dass du nach diesem Schlag eigentlich schon längst weg warst. Ja. Ja, also von daher, Ruffy lacht. Er antwortet so: So was I. Also geht man davon aus, er war halt wirklich komplett knocked out. Deswegen war seine Stimme auch verschwunden. Genau. Ja, und dann halt, wie schon vorhin gesagt, Kaido erwähnt halt, seitdem du kannst jetzt natürlich dementsprechend deine Umgebung in Gummi verwandeln, was dich dementsprechend zu einem erwachten Paramezia-Fruchtnutzer machen sollte. Was aber komisch ist, ist halt, dass du dich transformieren kannst, was eigentlich nur zu dem Zoan-Fruchtnutzer gehört. Genau, das hatten wir schon gesagt. Deswegen ist halt Kaido da ein bisschen verwirrt, rast auf Ruffy zu und
legit beißt ihn, frisst ihn dementsprechend auch. Das ist wirklich so ein bisschen so ein Nightmare-Führer gewesen, diese ganze Szene so. Ja. Also er hat ihn halt wirklich... ein bisschen scary. Er hat ihn halt sozusagen halt wirklich gebissen, hat ihn in den Maul gehabt und hat ihn dann dementsprechend auch so gesehen verschlungen. Ich glaube, Ruffy hat ihn noch, glaube ich, Bastard genannt oder so. Das hat er, glaube ich, schon mehrmals gemacht. Ja, und ist halt dementsprechend durch Kaidos Bauch, Körper geflogen und hat einfach noch Gum-Gum geschrien. Gum-Gum-Ballon. Hat sich in Kaido aufgebläht und ist dann halt dementsprechend hochgeflogen. Ja, Yamato und Momonosuke. Sie dachten erst, Kaido wird zum fetten Bastard. Ja, war wirklich so. Die waren halt verstaunt oder erstaunt. Haben einfach nur zuguckt und hat sich so, okay, der hat anscheinend zugenommen. Was ich nicht verstehe. Ja. Er kann ja die Umgebung in Gummi verwandeln. Mhm. Das würde in diesem Chapter am Ende auch sehr spannend. Ist halt dementsprechend, dass Ruffy durch Kaido durchgesehen hat. Ja. Durch seine Augen und hat durch seine Augen durchgegriffen. Hat sich an seiner Nase festgehalten und ist dann durch seinen Mund wieder rausgeschossen. Ja. Seit wann kann man durch feste Objekte durchfassen? Durch Augen? Ich glaube, man sollte das da nicht so ernst nehmen. Sondern es ist eher so der komische Cartoon-Stil im Moment da mit Ruffy und Kaido. Ich hoffe es. Ich glaube, man sollte mal nicht so ernst nehmen. Weil das ein bisschen... ist so ein bisschen so eher so Joke-mäßig auch. Deswegen, ich hatte dir auch letztlich irgendwie gesagt, ist einfach ein kranker Fight. Weil es einfach so weird-ass-mäßig ist, was da passiert. Das hatten wir fast noch nie so gesehen in One Piece. Aber hier auch nochmal ganz kurz zur Szene, wo Kaido noch ein Ballon war. Oder halt zum halt aufgebläht war. Da sagt er sogar selber, du bist derjenige, der eigentlich aus Gummi bestehen sollte, nicht ich. Also hat er dementsprechend anscheinend auch Kaido so ein bisschen in genau, weil irgendwie Ruffys Erwachen kann irgendwie halt hier so organisches Material, also so auch schon fast zu anderen Lebewesen anscheinend, irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Erscheint so. Ist so ein bisschen strange. Das ist ein bisschen weird. Die nächste Gungu-Attacke heißt einfach Escape Rocket. Okay. Also es ist halt wirklich sehr humorvoll gemacht, dieser Kampf. Was genau. Mich halt, das Chapter hat an sich mich ein bisschen gestört. Weil es halt in diesem Cartoon-Style war. Es war halt nicht so, dieser ernste Kampf. Kann ich. Ach, stopp mal, Ladmikrofon. es war halt nicht so wie davor. Ja, also deswegen. Ja, da war auch noch ein bisschen was anderes und das gebe ich auch zu, dass das ein bisschen weird ist, aber das sage ich gleich. Was ich am meisten gerade feier, wo wir uns die Spoiler damals, wo du mir die Spoiler genannt hattest für das Chapter. Da waren die noch so wenig, die Spoiler, ja. Als ich sie da genannt habe. Ruffy, nur ein paar Sätze. Ruffy lacht hier, aber in seinem, ich glaube, das ist sogar sein normaler HD, ist Shishishi. Kann sein. Weißt du, du kennst? Weiß ich nicht. Da hat er einfach Luft aus seinem, also die Luft rausgelassen aus seinem Körper und ist durch die Wolken durchgeflogen. Oder ist in den Wolken so gesehen, verschwunden. Und hat einfach fucking Gum Gum Giant eingesetzt. Ja, er kann also irgendwie mit Gear 5, er wird einfach zu so einem Riesen einfach. Es ist eine perfekte Version von seinem Gear 3 so gesehen. Ja, weil da konnte er eigentlich nur ein Organ, zum Beispiel seinen Fuß oder seinen Arm groß machen. Und hat aber den Nachteil gehabt, dass er halt wieder so, wie so ein Kind war. Ja, ja. Das war der Nachteil bei Gear 3. Ich weiß nicht, wie diese Insel das überlebt hat, dass Ruffy da einfach so riesig war. Ja, das ist, wie gesagt, deswegen manche Sachen sollte man vielleicht nicht so ernst nehmen da, was den Kampf angeht. Ein paar unlogische Sachen. Das ist so wie, wenn man die Looney Tunes mit fucking Bugs Bunny und diesem Wolf oder Coyoten, Coyote irgendwas, wie er heißt, wenn man das so ernst nehmen würde. Und gerade, ja. Kaido hat ihn nochmal gebissen. Also an sich passiert im Chapter nicht so viel, ist hauptsächlich dieser Kampf. Ist das wirklich so? Ja, siehst du das doch nochmal. Yamato und Momo halt dementsprechend sich wundern, ob das halt wirklich Ruffy ist, weil das aus dem Gigant diese Stimme rauskam. Die sind auch noch ein bisschen confused, sind die. Genau, Kaido beißt ihn halt dementsprechend nochmal irgendwie so in den Bauch rein oder so. Ruffy hat auch wieder dieses Auergesicht, sag ich jetzt mal, dieses schmerzhafte Gesicht, aber ich glaube, das ist nicht mehr ernst gemeint. Digga, jedes Mal diese scheiß Werbung. Wo ist die Seite? Und setzt nochmal eine weitere Attacke ein, die heißt Gum Gum Jump Rope. Ja, er benutzt irgendwie... Ey, diskriminiert den Typen anders. Also er benutzt irgendwie Kaidos Drachenform halt als... Was ist denn nochmal Jumping Rope? Ein Springseil. Springseil, richtig, ja. Also, da musst du überlegen, wie er den ein bisschen demütigt. Danke, er demütigt ihn nicht nur ein bisschen, ist er wirklich, er demütigt einen Kaiser. Ja. Das musst du mir vorstellen. Ja, also es ist halt schon dementsprechend krass gewesen. Kaido hat natürlich in dem Fall die Chance ausgenutzt,
ja, wo er als Jumping Rob war, weil er war sehr nah mit seinem Kopf auch an Ruffy. Ja. Und hat dementsprechend noch meinen Blast Breath abgesetzt. Ja. Direkt in in Ruffys Fresse. Und hat damit eigentlich Ruffy sogar verbrannt, weil selbst Ruffy sagt, es ist. Er sieht aber aus wie verkohlt so. Ja. 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 Er hat direkt gehittet. Ist eigentlich sogar relativ weit geflogen, wenn man es jetzt so sieht, laut Chapter. Also er ist ja wirklich halt mega weit von der Insel weggeflogen. Ja, stimmt. Ja, kam nochmal zurück. That's the last straw. Was soll das heißen? Ja, wie sagt man das jetzt? Das war ein bisschen verwirrt, weil ich habe in dem Moment gedacht so, meint er jetzt den Strohhut, oder? Nee, das ist hier so, wie soll man so sagen? Also... Ah, der letzte Strom, ja, alles klar. Nee, das ist hier so... Über sie von wegen, weiter kann ich es jetzt nicht akzeptieren, quasi, wie das jetzt so weitergeht. Okay. Jetzt reicht's quasi, so nach dem Motto. Okay, da war ich jetzt ein bisschen... Muss ich jetzt auch mal gerade selber schauen. Ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Dann kam halt auch wieder so Ruffy, dementsprechend komplett verkohlt, geht wieder zurück, ist in Gear 5 wieder komplett halt in seiner Form und hat diese, ja, schon diese Looney Tunes Beine, wenn die so ganz schnell rennen, das dreht sich und gleich kommt noch so er ist durch die Luft gerannt. Ich war so, hä? Also, ganz schlimm dieses Chapter. Ganz schlimm. Finde ich auch. Kaido wieder in seiner Hybridform. Ja. Ich feier seine Hybridform. Die Hybridform, als sie das erste Mal da war, ich dachte mir einfach nur so, WTF. Die sieht mega krass aus. Ruffy, du siehst dann, er rennt an, er setzt wieder Gum-Gum ein. Ja. Kaido setzt sein Three World Conquest Ragnarök ein. Das ja, ist so schlimm. Hat anscheinend dann Ruffy. Ich finde, Oda Overused benutzt das jetzt ein bisschen zu häufig mit diesen komischen Augen, die aus dem. Ja. Da rausfallen, das kann er mal ruhig wieder ein bisschen. Nachlassen. Kann er mal ruhig wieder ein bisschen runterschrauben. Das ist ein bisschen sehr oft jetzt passiert. Genau. Kaido ist halt in die Luft gesprungen, by the way. Entschuldigung. Ja. Weil ich auf dem Bild sah es ein bisschen komisch aus. Er hat Ragnarök von oben eingesetzt, hat Ruffys Kopf in den Boden geschlagen, wie auf den Live-Floor. Noch mit Königshage kann das sein? Ja. Gut, also siehst halt diese Blitze. Hat seinen Kopf auf. Sozusagen durch den Live-Log geschlagen. Ja, und wie du schon sagtest, mit den Augen, diese Zunge ist halt so dreimal rausgefallen. Alle dachten sich so, Jesus is you? Was ich auch komisch fand, was mich am meisten gestört hat in dem ganzen Chapter. Du hast einen ernsten Charakter wie Law, Kid. Ja, das waren eigentlich zwei einzige. Die haben jetzt alle diese goofy Cartoon-Augen aus Kopf fallen Faces. Das ist mich am meisten gestört. Das ist so wie mit Robin und ihrem komischen Fresse da einmal in Wano. Wo die, glaube ich, gesehen haben, dass Ruffy, glaube ich, gefangen genommen wurde oder besiegt wurde. Ja, das hat also. Cursed, Leute. The Best Waifu und dann so. Best Waifu, ja. Ja, dann siehst du halt nochmal kurz Ruffys Kopf. Er struggelt halt aus dem. Bei The Best Waifu bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber okay. Ja. Hier endet die Aufnahme. Ich mache den YouTube-Channel allein, diesen Typen bringe ich um. Er hat halt sozusagen seinen Kopf versucht da rauszuziehen, struggelt ein bisschen und dann kam er dementsprechend wieder raus. Das Chapter ist so komisch, Alter. Ruffy ist sogar jetzt K.O., muss man ehrlich sagen. Ja, und jetzt ist es gleich nochmal viel weirder eigentlich. Weil er sieht aus wie mein Nachbar. Ja, also Ruffy sagt selber, Mann, wortwörtlich, man, that stinks, also, Bro, das stinkt ja unnormal. Das ist stinks mit G, also. Ja, yeah, oder halt, Bro, das suckt halt ass so in dem Moment. Ja. Weil er ist fast an seinem Limit. Das Ding ist ja eigentlich so stachelmäßig. Ja, halt. Sticht oder. Sticht so sehr. Ja, egal, weiter. Ja, Kaido selber sagt auch, du hast schon eine Show abgeliefert, so in der Hinsicht. Aber du bist jetzt schon am Ende deines Fadens, Geduldfadens. Ist das jetzt eigentlich hier auf dem Panel schon links auf dem nächsten? Okay. Das war der Energy, Zortigong. Ja, Kaido. Ganz wie er ist, halt, ne, hat das größte Ego der ganzen Welt, weil er sich dachte, jo, keiner kann mich töten. Genau. Sagte dementsprechend auch zu Ruffy, du kannst mich nicht besiegen. Ja, Jetzt wird's weird. Ich glaube, Ruffy selber doch statt abgesagt, aber irgendwie. Ich glaube, er kann nicht richtig reden, kann es sein. Shut up.
Jetzt wird's auch, wie du schon sagtest, weird. Wir kennen ja Ruffys G5-Form, die sieht eigentlich voll fresh aus. Genau, er hat jetzt halt diese blonden, hellen Haare. Ich glaube, das sind sogar Flammenhaare. Flammenhaare, ja. Ja, also so Feuerhaare, was auch Sun God Nika gut repräsentiert. Ja, ne? Und da wurde auch schon gesagt, das hat eigentlich voll Ähnlichkeit zu Dragon Ball. Ja. Und Super Saiyajin. Natürlich, ja, ja. Also, da sieht man auch mal wieder Eiichiro Oda. Fanboy. Ein bisschen absolut. Fanboy von Akira Toriyama. Er wurde auch inspiriert eigentlich dann dementsprechend. Mm. Ja, also davon. Aber Dragon Ball ist eine ganz andere Geschichte. Ruffy, wie selber sagt, er ist eigentlich weit entfernt vom Ende, also von seinem Ende, sag ich jetzt mal. Und du siehst halt vier Bilder, also er ist halt so geschwächt, seine Haare verlieren wieder diese goldene Farbe, dieses feuerfeurige Aura. Genau, werden wieder schwarz. Genau, werden wieder schwarz, wegen normal und sein Blick wird auch wieder dann so geschwächt. Er wird träge, sein Gesicht, sein Körper wird träge. Er guckt schwach. Und dann auf einmal wird sein Gesicht wie so ein 100 Jahre alter Opa, also wirklich ja, so nach also unten irgendwie, gezogen. wenn er diese Gigantenform einsetzt, dann nimmt das irgendwie richtig viel von seiner Energie. Er scheint so, als würde er halt schmelzen. Ja. Ja. Er sagt auch nur ganz kurz so ein Beat und dann halt so, da ist vorbei. Ja. Ja. Kaido fragt selber so, was zur Hölle bist du, weil er sieht diesen Blick. Ja. Ja, ich glaube so, dass Kaido selber entweder geschwächt ist gerade, weil... Ja, das ist doch ziemlich krass. Man sieht zum ersten Mal, wie Kaido halt auf die Knie fällt. Ja. Also das heißt, halt der Kampf wird langsam jetzt doch ein bisschen anstrengend. Für beide. Also für Ruffy schon lange, für Kaido. Also Kaido zeigt zum ersten Mal so ein paar richtig Anzeichen von Schwäche. Ja. Oder ist halt einfach der Alkohol, der nachlässt? Ja, glaube ich nicht. Weiter. Ja. Max gestikuliert komisch rum. Die haben nochmal ganz kurz eine Unterhaltung an sich. Ganz gerne weitermachen, ich kann gerade nicht reden irgendwie. Ich werde nebenbei noch super voll von der ganzen Szene. Ja, Fresse. Kaido gibt halt zu, okay, ich bin... Kaido gibt zu, Ruffy gibt zu, okay, ich bin kurz davor, den Löffel abzugeben oder so. Also, das macht mich ganz schön fertig oder so. I'm gonna give up the spoon. Und dann sagt Kaido halt... Ja, dann, weiß ich nicht, ruh dich doch einfach aus und stirb in Frieden oder so. Es wird genug Geschichten über diesen Kampf wird erzählt werden, genug Legenden und alles. Wen interessiert es dann noch? Na, warte, da war noch hier links nochmal. Ja. Aber dann sagt Ruffy irgendwie sowas Komisches, wenn du tot bist, bleiben nur noch deine Knochen übrig oder so und fängt dann an zu lachen. So ein bisschen weird. Yamato stellt fest, ja, es ist ja tatsächlich Ruffy, es war ja so ein bisschen komisch. Als er so aussah. Dann hat aber Momonosuke gesagt wieder, okay, seine Stimme verschwindet ein bisschen. Ja, weil das. Aber! Weil das ist halt das Komische. Also Ruffy an sich verändert sich vom Körperlichen eher wenig. Seine Klamotten werden komplett weiß. Ja. Ja, so siehst du halt direkt im nächsten Sprung, dass seine Klamotten halt dementsprechend weiß werden, seine Haare werden halt diese Feuerfarbe. Und ja, seine Stimme, wie du schon meintest, verschwindet in der Hinsicht. Wieder fast ein bisschen. Sehr schnell sogar. Was Momo auch meinte, also sie verschwindet sehr schnell dementsprechend. Aber Ruffy steht auf und sagt, wir sind noch lange nicht fertig und geht in diese Gear 2 Pose, was ich mega feier. genau, er sagt halt, wir sind noch lange nicht fertig. Stimmt's, Momo? Ja, und Tama, also er nennt beide nochmal ganz kurz. er nennt auch Kinemon und Pedro. Das finde ich auch so wichtig. Ja, also, das war schon heftig. Hat er Pedro nicht vergessen? Ja, ich meine, er ist auch nicht nur für irgendwas Unwichtiges gestorben, von daher. Genau. Genau, Kaido lacht wieder mit seinem Wororororo. Ich kann es nicht nachmachen, müsste es eigentlich live abspielen, das ist einfach viel zu lustig, seine Lache. Okay. Sorry. Kaido sagt sogar selber so, hey, Du killst dich selber ja schon. Ja, das Chapter an sich ist halt wirklich sehr impactful, was auch sehr viele Charaktere wieder zurückbringt oder an sich auch sehr viele Sachen mit reinbringt. So auch wieder Pedro so an sich war schön zu lesen allgemein. Ruffy selber sagt sogar, denkst du nach all dem, was hier passiert, dass ich Angst vorm Tod habe, so in der Hinsicht. Also er hat an sich, laut seiner Aussage jetzt gerade, hat er keine Angst vorm Tod. Mhm.
Und er sagt so auch dann dementsprechend zu seinem eigenen Herzschlag, dass der Herzschlag wieder laut werden soll. Ja. Also, er holt sich dann dementsprechend gerade wieder die Kraft zurück. Müsste dementsprechend auf das nächste Chapter warten und gucken, was dann da passiert. Ich hoffe, es ist halt dementsprechend der Kampf da vorbei ist. Na, bin ich mir nicht so sicher, aber machen wir weiter. Dann springt es direkt rüber. Kaido ist anscheinend hinter Ruffy. Aus dem Nichts. Er hat ja plötzlich so seine Momente, wo er plötzlich so mega fast ist, Kaido. Das ist so weird. Meint er auch selber dann so, dann soll es so sein und hat halt diesen Keule ausgeholt. Mhm. Genau, Yamato sagt, pass auf, denn die Keule kam direkt auf seinen Kopf zu, worauf Kaido am meisten zieht. Und auf einmal hat er dann, Ruffys Kopf komplett gestretched. Ja, das ist halt auch weird. Und sein Gesicht sieht irgendwie voll komisch aus. Das ist so Stuff, das erinnert halt echt an SpongeBob. Ja. Wenn sich so die Form von dem Schwamm von SpongeBob ändert, wenn irgendwas passiert, wenn er auf die Fresse kriegt, das hat mich voll daran erinnert. Ja. Und SpongeBob ist auch krass, Leute. Das ist ja wirklich so. Ja, also du siehst ja, dass auch, also Ruffy wurde halt davon getroffen, er rennt trotzdem weiter. Und Kaido holt dann auch von oben aus und hat ihn dann dementsprechend platt gedrückt. Aber auch zugleich den Boden auch platt gedrückt. Also Boden hat sich sozusagen gewölbt. Ruffy fliegt gegen dementsprechend einen Felsen, zählt runter bis 1 in dieser, ich sag mal, platten Form und ist dann wieder abgesprungen. Der ganze Kampf endet eigentlich dementsprechend fast sogar gleich mit dem Chapter. Was hab ich nochmal gesagt? Ja, sicher. Glaube. Also für zumindest, ich glaube, das sind noch ein oder zwei Seiten gerade. Ich verstehe diese Physik in diesem ganzen Ding nicht, weil es einfach ein bisschen verwirrend ist. Also Ruffy rotiert sich da mit langen Armen, also so ein Mr. Fantastic Four Style, und macht hier irgendwie so kurz einen halben Helikopter. Ja, machen wir das mal kurz ein bisschen langsamer, genau. Und jetzt gibt da halt Kaido nochmal so richtig eine mit, sodass Kaido auf den Boden fällt. Ja, aber durch den Kopf durch. Und dann sagt Kaido so, Ruffy sagt, Kaido, I'm having the time of my life, und so weiter. Ich versteh's aus mir nicht. Er schlägt einfach durch den Kopf durch. Ich dachte mir ganz kurz. Ich habe wirklich, als ich das Chapter gelesen habe, ich war so, ist er jetzt tot? Ja. Ich habe dreimal auf das Bild geguckt, unten, wo Kaido auf dem Boden liegt. Ich so, da ist aber kein Loch in seinem Kopf. Er ist noch lange nicht tot. Schade. Die Sache ist, viele Leute sind so ein bisschen confused und denen gefällt dieser Kampf und diese komischen, weirden Shit nicht. Und auch, dass Ruffy halt eigentlich voll den krassen, weirden Scheiß macht mit seiner Frucht und das so Looney Tunes Cartoon ist. Mhm. Aber er macht halt Kaido nicht mega viel Damage. Man hätte ja jetzt auch erwartet, okay, er awakened jetzt geht's mal los, jetzt gibt's wirklich richtig viel Blut von Kaido. Er verliert richtig viel Blut und alles, aber Kaido sieht so aus, als ob er noch ordentlich lange weitermachen könnte. Deswegen sind einige Leute so confused. Kaido sieht so aus, als könnte er noch ganz schön lange. Die Sache ist aber die, Kaido. Während es bei Ruffy halt immer so aussieht, als ob er kurz vorm Tod ist. Ja, klar. Ja, also, da ist jetzt so, Kaido ist ja selber so verfragt, was halt diese. Achso, Leute, wir sind jetzt auch gleich schon bei Theorien und Besprechungen und. Lassen Sie mal so ausreden! Das tut mir leid, aber es muss das für die Kapitel sagen. Ist mir scheißegal. Er fragt sich, was diese weiße Form ist, ja, und erwähnt auch dementsprechend selber, dass halt er coatet seine Angriffe mit Rüstungshaki, aber auch Conqueror's Haki. Hm. Also gehe ich mal davon aus, dass er Kaido von innen auch verletzen wird. Genau, dieses Advanced Haki. Genau. Ja, das ist smart. Ja, also deswegen, wahrscheinlich diesmal auch deswegen ein bisschen weniger Blut bei Kaido. Kann sein. Also ja. Wir werden dann mal sehen, wie krass Kaido einen abgekriegt hat im nächsten Chapter. Kommt zum Glück auch schon direkt nächste Woche. Zum Glück kein Break. Ansonsten, Gibbet, sonst noch irgendwas zu sagen zu Ruffy da? Genau, das sind nämlich Kaidos Gedanken da. Ja. Er coded es mit dem Armament und mit dem Conqueror's Haki und alles. Und das ist auch das Wichtige, he fights with such freedom, so versatile. Wenn du verstehst. Ja. Also er hat voll viele Möglichkeiten, seine Frucht und alles einzusetzen. Was auch schon wieder so ein bisschen heißt, dass der am Ende der Piratenkönig ist, was wahrscheinlich auch mit Roger, der ist nicht krass beschränkt in seinen Fähigkeiten, sondern der kann was weiß ich was für weirden Shit machen. Der kann sich spontan so neue Sachen überlegen und ein Level-Up machen. Die Sache ist halt die, er sagt auch selber, er hat noch nie sowas zuvor gesehen. Genau, das ist interessant. Was er ein bisschen erklärt, weil du, wenn wir jetzt gefühlt halt ein bisschen zurückgehen, ja, in die Zeit,
da gab es ja eigentlich auch den Kampf zwischen Roxy Sebek Garb und Roger gegen halt seine Piratenbande. Und da war ja Kaido mit dabei zu dem Zeitpunkt. Genau, das würde wieder sagen, okay, keiner hatte damals diese Frucht. Genau, keiner hatte diese Frucht, aber... Glaube ich auch nicht. Dann hat Roger dementsprechend vielleicht da auch ein bisschen anders gekämpft, weil er hat da vielleicht auch irgendwie vielleicht nicht so diese Freiheit oder vielleicht auch nicht halt wirklich diese Frucht erwacht. Ich bin da noch nicht ganz auf diesen Zug aufgesprungen da mit Roger und der Frucht. Nee, ich glaube auch nicht, dass... Also, wenn Roger wirklich eine Frucht hätte, dann... Ja, ich glaube, dann würden die meisten sagen, okay, es liegt nur an einer Gum-Gum-Frucht. Ja, na, das wäre ja auch blöd, das wäre ja auch lame. Ja, also ich gehe mal wirklich davon aus, dass er dementsprechend wirklich keine Frucht hatte. Ja. Jetzt nochmal ganz kurz durchs Chapter durchgehen. Was hier halt so ein bisschen confusing ist, er versucht jetzt irgendwie so diesen neuen Zustand zu kontrollieren. Er geht erst raus irgendwie aus diesem Zustand und geht dann wieder rein in den Joyboy-Zustand, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, das ist das Problem, was eigentlich so ist. Ja, das hat mich auch noch ein bisschen verwirrt. Ruffy an sich, wenn er aus dem Zustand rausgeht von Joyboy, bräuchte er rein theoretisch direkt einen medizinischen Fahrarzt, weil er ist tot. Eigentlich. Sieht so aus, ja, deswegen auch das mit dem Herzschlag und alles. Deswegen, weil sein Herzschlag versagt ja, seine Stimme laut Momonosuke geht oder verschwindet sehr schnell. Ja. Sprich, er ist dabei eigentlich zu sterben, weil dann müsste Chopper, wer der am nächsten und Marquardt dann sind, hochrushen. Und dementsprechend die Verarzten. Deswegen ist auch die Frage, ob Ruffy das jetzt überhaupt diesen kranken Scheiß jedes Mal bei jedem Kampf einfach einsetzen kann. Ich denke, nein. Ich denke, vielleicht ist es wahrscheinlich wirklich so ein Last-Minute-Resort. Glaube ich auch mittlerweile. Also, ja, es ist einfach nur halt wirklich so dieses... Last-Minute-Resort auch, richtig, oder? Ja, genau. Also auf jeden Fall einfach nur wirklich sein Plan B oder seine final Trump-Card, um es mal so auszudrücken. Trump. You know, the greatest. Die einfach so einsetzen kann. Also ich gehe mal das stark davon aus, wenn er halt gegen Blackbeard oder sie irgendwie ein Admiral kämpfen. Okay, Admiral sind eigentlich jetzt wieder schwach, von daher gegen irgendwann starken kämpfen sollte, dann ist es wahrscheinlich wirklich seine letzte Auswahl. Weil er wird wahrscheinlich mal auf Gear 4 zugreifen, vielleicht eine verbesserte Form von Gear 4, Gear 4,5 oder so. Aber Gear 5 kann ich mir vorstellen, weil wenn er das kontrollieren könnte, wäre es wirklich krass OP. Ich glaube, darauf wird es hinausgehen, ehrlich gesagt. Es wird natürlich, er muss es natürlich gut tun. Er muss es natürlich. Er muss lernen, das zu kontrollieren. Ja, ja, das ist natürlich so oder so das A und O. Aber, ja. Zu dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich eher so halt wirklich, okay, ich bin kurz davor zu verrecken, hallo, ich bin nochmal hier. Genau, aber jetzt im nächsten Chapter wird es interessant, ob Kaido jetzt wirklich was Krasses ab, weil da könnte man jetzt auch noch complain am Ende des Chapters, also okay. Kaido geht's eigentlich noch voll super. Ja. Er fällt zwar einmal auf die Knie, okay, ist schon mal nicht nichts, das ist auch schon mal ordentlich was, aber eigentlich geht's ihm noch ganz super. Mal gucken, ob er jetzt wirklich was Krasses abgekriegt hat, wenn jetzt dieses Advanced Haki da so in seinen Schädel reinkommt oder so. Was man sagen muss, Ruffy, also wenn du diese Colored Panel ansiehst, er leuchtet ja wirklich wie diese Buddha-Form von ja, stimmt. Dingster. Ja. Von, Sengoku. Danke. Sengoku. Dementsprechend, also, es ist halt nicht so, er sieht auch anders aus, seine Klamotten sind eigentlich auch komplett weiß. Ja, deswegen, es passt einfach nicht zu dem allgemeinen Design. Du hast Gear 2, er hat sein Gummi, sag ich mal, so ein bisschen erhitzt. Ja. Ja. Da war er mega fast. Das hat er gedampft, das Gummi. Dann hat er Gear 3, da war er groß. Ja. Dann hat er, glaube ich, nochmal Red Hawk, da hat er dann mit Conquest, also mit der Armored Haki, Entschuldigung, noch das Gummi erhitzt, also wirklich so zum Brennen gebracht. Und Gear 4 war halt dementsprechend halt diese verbesserte Form bufft mit verschiedenen Variationen, also Tankman, Bounceman, Snakeman. Vielleicht kommt was dazu. Also ich würde mich freuen über eine weitere Version von Gear 4. Ja, und Gear 5 ist jetzt halt irgendwie so das alles mit dem Awakening, ne? Ja. Und mit dem Giganten halt, und alles. Gear 5 ist eigentlich gefühlt eigentlich nur ein Awakening. Ja. Ja. Die Gigantenform ist wahrscheinlich auch nur so halt nochmal ganz kurz eine weitere Attacke. Mm. Ruffy ist halt nicht jetzt, sag ich jetzt mal, ein separater Gear-Modus. Aber ja, es ist halt ein bisschen schwer mit dem Ganzen. Ja, das mit dem Limited Only by the User's Imagination ist wahrscheinlich gemeint, die Techniken. Es ist darauf beschränkt. Deswegen sagt ja auch Kaido, ich habe das noch nie gesehen, wie einer mit so viel Freiheit und mit so viel hier
versatile, wie auch immer man es auf Deutsch sagt, so viel Variation kämpfen kann. Davon ist auf jeden Fall ein bisschen beeindruckt. Ansonsten, hattest du noch irgendwas, was irgendwie weird war mit dem Chapter? Ich habe mir halt nur diese Augen gestört. Mich auch, also, wenn ich mir ganz ehrlich bin, das hat mich auch schon angefangen zu stören. Das hat mich wirklich gestört, halt dementsprechend, als wir da dann Kate und Law gesehen haben. Ja. Aber mehr nicht, von daher. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass das nicht dauerhaft so sein wird mit dem Cartoon Physics da. Das ist eher so jetzt so zwischendurch. Ja, Leute, dann sehen wir uns bei Chapter 1046 wieder. Und wir werden dann irgendwie irgendwelche thematischen Podcasts irgendwann machen. Da gibt es ja auch genug Zeit für, so lange wie One Piece noch gehen. Es gibt auch genug Themen. Es werden nie die Themen ausgehen. Wir fallen wahrscheinlich gleich schon 5 ein oder so. Und tschüssi. Ich weiß keine Ahnung, was ich jetzt diesmal bei der Musik machen soll. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Tschüss. Ja, tschüssi, Leute.